Petrus Donders gaf hoop aan mensen zonder hoop. Uitzicht aan wie van het leven niets te. Petrus Donders had den Hilflosesten unter den Hilflosen geholfen. Menschen, die vom Leben nichts mehr zu erwarten hatten. Er war erfüllt von der Berufung, den Armen und Ausgestoßenen Licht und Frieden zu bringen. Seine Botschaft an heutige Menschen ist eine Botschaft von einer neuen und besseren Welt, in der mehr Liebe, mehr Frieden und mehr Hoffnung herrschen und die ihre Quelle in einer tiefen Verbundenheit mit Jesus Christus hat. Deshalb bitten wir Sie, Heiliger Vater, um die Seligsprechung Petrus Donders. Er hat in seinem Leben und in seinem Werk das Wort Jesu in besonderer Weise verwirklicht. Niemand kann dem Nächsten mehr Liebe erweisen als der, der sein Leben für seine Freunde opfert. Beati Petri Donders, die 14. Januari. In locis et modis iure statutis quot annis celebrari possit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Rom, Petersplatz, 23. Mai 1982. Selig gesprochen werden Schwester Maria Anna Rivière, Maria du Rocher, Maria Astorch, Bruder Andreas Besset und der Redemptoristenpater Peter Donders. Aus Holland kamen Hunderte seiner Landsleute, mit ihnen eine Schar Pilger aus einem fernen Land, die sich auch Donders Landsleute nennen dürfen, die Surinamesen. Für ihre Vorfahren war Donders der erste Weiße, der nicht nahm, sondern gab. Er gab sich selbst im Dienst an ihren Ärmsten. Sie nannten ihn den Heiligen Mann von Batavia. Anfang des 19. Jahrhunderts ist Holland eine Kolonialweltmacht. Von ihrem Reichtum bekommt aber nicht jeder einen gerechten Teil. In Nordbrabant, am Rande der Stadt Tilburg, wird 1809 in diesem Haus Perke Donders geboren. Sein Vater, ein Hausweber, ist bitterarm. Drei Ehefrauen, darunter Perkes Mutter und mehrere Kinder, sterben vorzeitig. Das Haus besteht aus zwei Räumen, einer Wohnküche mit zwei Schlafnischen und einem Arbeitsraum mit dem Webstuhl. Seit seinem 12. Lebensjahr muss Perke hier mitarbeiten. Ein 12-Stunden-Arbeitstag bringt der Familie einen Verdienst von etwa 50 Pfennigen. Unterernährt, schwächlich und oft krank, träumt Perke von einer anderen Zukunft. Er will Priester werden. Der Weg hierzu führt durch das Tor des nahen Priesterseminars in Haren. Er ist alles andere als leicht. Ohne Mittel, mit 26 Jahren viel älter als andere Studenten, bewirbt sich Donders um die Aufnahme bei mehreren Ordensgemeinschaften. Alle weisen ihn ab. 1839 kommt nach Haren ein Mann, der die entscheidende Wende in sein Leben bringt. Bischof Jacobus Groof aus der Kolonie Surinam sucht Priester für seine Diözese. Keiner will in das von Tropenkrankheiten verseuchte Land gehen. Nur einer meldet sich: Peter Donders. Mit 33 Jahren hat Perke Donders einen Teil seines Weges zurückgelegt. Vor einem Jahr bekam er die Priesterweihe. Im Hafen von Den Helder verlässt er seine Heimat, um nie wieder zurückzukehren. Der Segler Jacoba Maurina braucht 46 Tage für die Überfahrt von Europa zu der wilden Küste Südamerikas, die man Holländisch-Guayana oder Surinam nennt. Am 16. September 1842 kommt er in der Hauptstadt Paramaribo an. In Surinam leben 55.000 Einwohner, davon 48.000 Sklaven. Der neue Priester wird mit einer feierlichen Prozession in die Kirche geführt. Sofort spürt er, worin die größte Schwierigkeit seiner Arbeit liegen wird. Diese, seine Kirche, ist eine Kirche der Weißen. Er ist auch ein Weißer. Die Indianer, Neger und Mulatten haben größtenteils ihre eigenen Rituale, ihre heidnische Religion.
Bis auf den Küstenstreifen ist das Land ein Dschungel, den man nur über die Flüsse befahren kann. Im Laufe der Zeit unternimmt Donders viele Reisen zu den entlegenen Plantagen, als Missionar der Sklaven und der Eingeborenen. Außer den weißen Siedlern gibt es im Land mehrere ethnische Gruppen. Im Bereich der Städte und Plantagen die schwarzen Sklaven und Kreolen. Im Inland die Stämme der Arawaks-Indianer und der Karaiben-Indianer. Tief im Dschungel versteckt leben die entlaufenen Sklaven, die man Buschneger nennt. Die Ärmsten von allen kommen aber auf einen Ort, der unweit der Stadt Paramaribo am Fluss Copenam liegt, nach Batavia, die Kolonie der Aussätzigen. 1856 wird Donders in diese vom Fluss und Urwald hermetisch umschlossene Hölle Batavia als Priester versetzt. Als Kirche dient ihm eine Hütte, etwas größer als die Hütten der Leprakranken, die im unerträglichen Gestank und Elend leben und sterben müssen. 27 lange Jahre wird Perke Donders das Gesicht ihrer Krankheit schauen. Es gibt kein Heilmittel gegen Lepra, schreibt er. Einige versuchen es mit Jod, Arsenik oder Cashewöl, aber die Krankheit bricht immer wieder aus und am Ende steht der Tod. 1865 wird die Seelsorge in Suriname dem Orden der Redemptoristen anvertraut. Die Weltpriester kehren nach Holland zurück. Nur zwei bleiben, Johannes Romme und Peter Donders. Mit 58 Jahren wird Perke Donders Mitglied derselben Ordensgemeinschaft, die ihn vor 30 Jahren als für einen Ordensmann viel zu schwächlich abgewiesen hatte. Wie glücklich sind wir, hochwürdiger Vater, schreibt er an seinen Oberer, dass uns der allgute Gott zu seinen Diensten in der Kongregation berufen hat. Ich empfehle mich und die meiner Obhut anvertrauten, die Indianer und Buschneger, ihren Gebeten an. Ihr Diener und Sohn in Christo, Petrus Donders. Wir haben von ihm nur eine einzige Fotografie. Sie zeigt ihn noch als Weltpriester. Schon zu seinen Lebzeiten setzte die Verklärung des heiligen Mannes von Batavia ein. Zuerst als Beschützer der Kranken und Ausgestoßenen, später nach seinem Tod als strahlender Vater der Neger und der Indianer. In Wirklichkeit war Perke Donders schmächtig und von schwacher Gesundheit. Er hielt die Hölle Batavia bis zu seinem 77. Lebensjahr durch und starb dort am 14. Januar 1887. Leprakrank wurde er nicht. 1921 wurden seine Überreste in der Kathedrale von Paramaribo bestattet. Sein Grab schmückt jeden Tag eine Fayalobi, die Nationalblume von Suriname. 100 Jahre später, am anderen Ende der Welt. In Thailand wird ein Lepra-Heilzentrum aufgebaut, das den Namen Peter Donders tragen wird. Der amerikanische Pater Morrissey, auch ein Redemptorist, setzt hier dessen Arbeit fort. Eine Frage drängt sich auf: Muss bei heutigem Priestermangel ein Pater eines Seelsorgeordens eine Leprastation leiten? Well, this is a problem Redemptorists all over the world are faced with. What is our work? Das ist ein Problem, mit dem die Redemptoristen auf der ganzen Welt konfrontiert sind. Was ist unsere Arbeit? Natürlich ist es, wie Sie sagen, die Verkündigung des Evangeliums. Und das ist ein Problem, um das wir uns in Thailand Sorgen machen. Die Predigt des Evangeliums von der Kanzel ist hier sehr schwierig. Deshalb haben wir uns entschlossen, alles zu tun, was die Kirche in Thailand braucht. Zuerst müssen wir uns um die Entwicklung der Diözesen in Thailand kümmern. Das bedeutet die Pastoral in den Gemeinden, und wir sind in dieser Arbeit sehr engagiert. Aber was die Behandlung von Lepra angeht, das betrifft mich persönlich. Ich bin der Direktor dieses Projektes. Aber ich verkünde auch das Evangelium. Ich bin Pfarrer von 4 Gemeinden. Glücklicherweise gibt es noch 3 weitere religiöse Gemeinschaften, die mit an diesem Lepra-Projekt beteiligt sind, die sich um das soziale, medizinische, pädagogische und berufliche Programm für die Aussätzigen kümmern. Ich predige und unterrichte sehr viel, und ich habe eine Hilfe in der Schwester Lucy und in den anderen Schwestern und Brüdern, die sich um die anderen Programme kümmern. In der ganzen Gegend im Nordosten Thailands, wo wir arbeiten, gibt es nur einen Arzt für 27.000 Leprakranke.
Wir haben viele Schwestern und Krankenpfleger, aber nur einen Arzt, speziell für die Behandlung der Leprakranken. Deshalb gibt es hier noch eine Menge zu tun. Fast täglich stirbt einer meiner Kranken, schrieb Donders im Jahre 1847. Ich kann sie doch nicht alleine lassen. Ausgestoßen werden und das Alleinsein, bedingt durch die magische Furcht der Gesellschaft vor der Krankheit, war das bitterste Los der Aussätzigen. Medikamente gab es keine, nur einfache Mittel zur Linderung der Schmerzen. Im gleichen Jahr aber entdeckte der norwegische Professor Gerhard Armauer Hansen den Verursacher der Lepra, das mit dem Erreger der Tuberkulose verwandte Mycobacterium leprae. Mit dieser Entdeckung fing ein 100 Jahre langer Kampf gegen die Krankheit an, der von der einfachen Medikamententasche Perke Donders zu den Laboratorien heutiger Forschungsinstitute führte. Eine dieser wissenschaftlichen Gruppen ist das Team von Professor Joachim Seidel am Lepra-Forschungsinstitut Börstel bei Hamburg. Mit dem Einsatz des DDS, Diaminodiphenylsulfons oder auch Dapson genannt, in Monotherapie. Dieser Stoff ist zwar wirksam, jedoch nicht wirksam genug, um eine vollständige Heilung herbeizuführen. Der große Sprung begann mit der Kombination von Wirkstoffen, wie sie aus der Tuberkulose-Therapie lange bekannt war. Und so wurden Testmodelle aufgebaut, bei denen man nun sehen konnte, ob kombinierte Wirkstoffe zu einer höheren Effektivität führen und gleichzeitig auch zu einer Verhinderung oder Verzögerung der Resistenzentwicklung. Jahrelange Testreihen, unterstützt von 25 Hilfsorganisationen aus 17 Ländern der Welt, werden durchgeführt, um die Effektivität neuer Medikamente zu prüfen. Lepra ist heilbar. Das Schicksal der lebendigen Toten gehört der Vergangenheit an. Der Aufwand jedoch, um dieses Ziel zu erreichen, ist immens hoch. Die modernste Technik und die kompliziertesten Apparaturen werden benötigt, um die Krankheit endgültig zu besiegen. Dieses Gerät ist eine relativ neue Technologie, ein sogenannter Laser-Mikrosonden-Massenanalysator, der uns als Forschungsgerät für die Lepra-Forschung vom Deutschen Aussätzigenhilfswerk zur Verfügung gestellt worden ist. Auf dem Monitor werden die im Fokus eines Mikroskops liegenden Leprabakterien abgebildet. Mit einer Zieleinrichtung wird das einzelne, nur einen Tausendstel Millimeter große Bakterium anvisiert und mit dem Strahl eines Hochleistungslasers durchschossen. Die dabei verdampfenden Stoffe werden analysiert und lassen erkennen, ob das Bakterium durch die Wirkung der Medikamente bereits geschädigt oder abgetötet wurde. Die hier sichtbar gewordenen Fortschritte in der Chemotherapie der Lepra bedeuten keineswegs, dass man nun sich zur Ruhe setzen kann und die Forschung beenden, sondern es gilt weiterzuarbeiten an einer Entwicklung noch wirksamerer Therapien. Und es gilt, sich dagegen zu wappnen, dass die Bakterienabwehr gegen diese Medikamente entwickeln. Das heißt, mit diesen Medikamenten vielleicht nicht mehr zu beeinflussen sind, um nicht eines Tages ohne Waffen gegen die überlebenden Leprabakterien dazustehen. Es gibt immer noch 15 bis 20 Millionen Leprakranke. Die hell- bis dunkelrot markierten Länder sind am stärksten betroffen. Suriname gehört nicht mehr dazu. Bereits 10 Jahre nach Perke Donders Tod wurde Batavia für immer geschlossen. Ich habe nichts zu verfügen, nichts zu verordnen, nichts zu sagen, schrieb er in seinem Testament. Man kann mich begraben, wo man will. Ich bitte die um Vergebung, die ich vielleicht gekränkt oder beleidigt habe. Er starb in einer noch ärmeren Hütte als jene, die er vor Jahren für immer verließ. Heute ist um sein Elternhaus in Tilburg eine Gedenkstätte aufgebaut, mit einer Kapelle, in der sich jede Woche seine Gemeinde zum Gottesdienst versammelt. Zoals dat is toegestaan
Pater Jan Dankelmann vermeldet zu Beginn der Heiligen Messe die Dankschreiben der Gläubigen, die auf die Fürbitte des seligen Peter Donders von Gott Hilfe erfahren haben. Voor de zieke van de familie van Aken uit Vessem. Mevrouw E.P. de Hoetsbroek gaf een gift voor de Melaatsen op 37. Meine Spende ist für die Aussätzigen, schreiben viele. Das bedeutet Mittel für die medizinische Forschung und weitere Unterstützung für Leprastationen, wie die des Pater Morrissey. Durch seine Zuwendung hat Perke Donders die leidenden Menschen zum Glauben an Gott geführt. Der gute Mensch ist Zeuge des gütigen Gottes. Das Anliegen damals ist heute das gleiche, das Anliegen Jesu. Als Pater Donders einmal für längere Zeit vom Bischof aus Batavia abberufen wurde, sagte er in einer Predigt: Wir unterstehen alle der Autorität des Bischofs und müssen gehorchen. Jedoch, obgleich mich der Bischof von hier wegnimmt, verspreche ich euch, dass ich in eurer Mitte sterben werde. Am Tag der Auferstehung werde ich unter den Leprakranken sein, um Gottes Urteilsspruch zu erwarten.